Cancel Culture, Identity Politics, das bedrohe die Wissenschaftsfreiheit. Das lese ich gestern in der Süddeutschen, in der Zeit, in der FAZ, in Lehre und Forschung. Meine Timeline auf Twitter und Facebook ist voll davon. Man darf immer weniger sagen, bedrohlich, bedrohlich. Das aber laut und deutlich in den sichtbarsten und legitimiertesten Medienkanälen. Formuliert von ganz überwiegend etablierten, nach systeminternen Parametern durchaus sehr erfolgreichen, zum Teil auch ziemlich diskursmächtigen KollegInnen aus Lehre und Forschung. Konkrete Belege, klare Evidenz, auch nur plausible oder interessante Befunde? Nada. Nur Geraune für das, wie manche gern sagen, just milieu. Was also tun? Sich die clickbaitige, auf Eskalation setzende Inszenierung eines Kulturkampfes aufzwingen lassen, weil es die wissenschaftliche Redlichkeit und Praxis und auch die intellektuelle Ethik eigentlich gebietet? Erneut zum drölfsten Mal darauf hinweisen, wie schräg und unhaltbar alle Argumente oder Belege sind für Schweigespiralen, informelle Diskriminierung, Cancel Culture an den Unis. Oh. Und zugleich sich doch damit auseinandersetzen wollen, was sinnvoll zu diskutieren ist, nämlich was Wissenschaftsfreiheit zum Beispiel tatsächlich bedeutet, was die Grenzen des Sagbaren und des Aussprechbaren und der Kritik sind, was und wie sich Debatten um den Kanon ändern und gut so, wie gute Wissenschaft immer auch Kontroverse um das Wer, was und wo ihrer Praxis impliziert. Dass es tatsächlich auch ja manche autoritäre Vereinfachung in Akademie gibt, dass Cancel Culture aber auch so sehr zur historischen Institution Uni gehört, wie die faktische Einschränkung der Menschenrechte zur Moderne. Dass wir, und das ist die Wahrheit, dass wir in Akademie über alles, wirklich fucking alles, fachkundig debattieren, aber nicht mit allen. Nochmals darauf hinweisen, dass es mehr oder minder erfolgreiche Versuche der Cancel Culture gibt, seit Jahren und Jahrzehnten, hier und heute, nicht nur in Polen, in Ungarn, in Brasilien, in Weißrussland, in der Türkei. Hier und heute radikalen Erlasse früher, heute die AfD mit ihren permanenten kleinen und großen Anfragen, etwa in Landes- und in Bundesparlamenten, zur Abschaffung der Gender Migration kritischen Studies, die jahrelang ad personam Attacken in die Unis und in die wissenschaftlichen Gremien hinein, die mir konkret und vielen anderen noch viel mehr unterstellen, wir seien pädophil, pornografisch, unwissenschaftlich sowieso, ungeeignet für den Job, unproduktiv, ein Schaden, ein Krebsgeschwür, wie Ulrich Kutschera, ein Kollege aus der Biologie, mal formulierte, an der deutschen Bildung. Identitätslinke, postmoderne, kulturmarxistische, gendergagaistische Zerstörer der Wissenschaft und, na klar, ungefickte, undeutsche Schlampen, die es, you get the point. Solche Attacken gegen mich und viele andere seit Jahren gehen immer wieder auch in die Unipräsidien hinein. Wir werden verpetzt sozusagen an die Ministerien, an die Dekaninnen und in die wissenschaftlichen Fachgesellschaften. Und zwar, oh, the irony, von zum Teil genau denjenigen, die sich nun öffentlich über Cancel Culture beklagen und die dazu seit Jahren publizieren, Blogs betreiben, viel Medienaufmerksamkeit bekommen. Glaubt ihr nicht? Science Files ist ein Beispiel. Schaut euch da um, scrollt mal Monat und Monat zurück und seht, wie sehr Cancel Culture sowieso schon zum Repertoire derjenigen gehören, die sich für die Einschränkung dessen eigentlich tatsächlich aussprechen, was an den Unis gehört und was nicht. Sollen wir noch mal darauf verweisen, wie es derzeit Maisha Umer, Professorin an der TU Berlin, ergeht? Wisst ihr nicht? Genau. Ich bin es so müde, denn letztlich ist es ja so: Cancel Culture, Schweigespiralen ist, das ist ein reales, wirkmächtiges, phantasmatisches Ding. Und schuld sind angeblich die Linken mit ihrer Hegemonie, ihrem Autoritarismus, ihrer kosmopolitischen Übermacht
und ihrem Lobbyismus, ihrer elitären Überheblichkeit und Unfähigkeit zum Common Sense, ihrem Anywhere, ihrem Globalismus. Kennt ihr eigentlich typische antisemitische Tropen? Genau.